Es gab einmal ein Experiment, das bewiesen hatte, dass der Mensch eine Seele besitzt. Dieses Experiment nennt sich das 21-Gramm-Experiment und es sollte beweisen, dass nach dem Tod des Menschen die Seele den Körper verlässt und das Ganze ist wissenschaftlich überprüfbar. Anfang 1900 gab es einen Wissenschaftler namens Duncan McDougall und er wollte eben seine Hypothese testen. Denn er sagte, dass beim Tod eines Menschen, wenn der Mensch denn eine Seele hat, diese Seele den Körper verlässt und der Mensch, der gestorben ist, dadurch leichter wird. Sprich, dass die Seele selbst ein gewisses Gewicht hatte. Er ließ dann also Menschen, die starben, auf eine Waage legen, während sie eben ihren letzten Atemzug nahmen und bemerkte, dass alle seine Patienten danach 21 Gramm weniger wogen. Er schlussfolgerte daraus, dass scheinbar die Seele des Menschen 21 Gramm wiegt.